Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eintagsfliegen TV. Und heute stelle ich euch Teil 2 vor von der Folge Konsumenten äußern sich, Konsumenten im Interview, Drogenkonsumenten im Interview. Heute nennen wir einfach mal den Probanden Michael. Ich habe mir jetzt einen Namen ausgedacht. Er hat mir nämlich gar keinen genannt, den ich nennen soll, also nennen wir ihn jetzt halt einfach mal Michael. Michael ist 15 Jahre alt und wohnt in Berlin und konsumiert Alkohol und Cannabis. Und ich will euch da auch gar nicht weiter vollschwätzen. Hören wir ihm einfach mal selber zu, was er so zu sagen hat. Jo, hallo. Als erstes mache ich dieses Interview für den Kanal Eintagsfliegen V von René Pervers. Zu meinem Drogenkonsum. Ja. Frage 1, wie alt ich bin? Ich bin 15 Jahre alt, komme aus Berlin, komme aus Berlin, Neukölln. Welche Drogen ich nehme? Ich nehme Alkohol und Cannabis. Alkohol sehr unregelmäßig, ich würde sagen in Abständen von 1 bis 2 Monaten bei Partys. Aber sonst eigentlich gar nicht, weil mir der Rausch eigentlich auch gar nicht gefällt. Also, ich trinke es dann oft wirklich nur, weil ich in dem Moment den Rausch ein bisschen besser finde. Aber die ganzen anderen Sachen, die danach kommen, und zwar einfach nächsten Tag, wie man sich da fühlt, oder auch was für Nebenwirkungen man davon hat, finde ich die Nebenwirkung vom Alkohol viel zu groß. Und deswegen nehme ich sehr, sehr, sehr selten. Ja. Cannabis nehme ich aber deutlich öfters. Und zwar jeden Tag. Jeden Tag konsumiere ich jetzt ungefähr seit 3 Monaten, 3 bis 4 Monaten. Es gibt auch mal Tage, wo ich nicht konsumiere. Das ist, sag ich jetzt mal, 1 bis 2 Mal im Monat. Durch irgendwelche Zufälle kiffe ich dann mal nicht. Aber im Allgemeinen kiffe ich jeden Tag. Wie schwer es für mich ist, an diese Drogen ranzukommen. Also bis 15 war es sehr, sehr schwer für mich, an Drogen ranzukommen. Nicht unbedingt jetzt an, es war nicht wirklich schwer. Es gibt Parks, jeder kennt den Görlitzer Park oder die Hasenheide, da kriegt jeder Drogen, egal was für ein Alter. Ja, da bin ich aber noch nie, da bin ich nicht hingegangen und da will ich auch nicht hingehen, weil einfach aus dem Grund, weil es da gestrecktes Zeug ist mit irgendwelchem Blei und damit möchte ich überhaupt gar nichts zu tun haben. Mit 15 hatte ich dann aber zum Glück eine sehr gute Bekanntschaft gemacht und seitdem bekomme ich wirklich nur noch Spitzengras und es ist sehr leicht für mich, daran zu kommen. Ob ich Probleme durch den Konsum habe, familiär auf jeden Fall nicht, Arbeit mache ich noch nicht, schulisch, na, Probleme würde ich nicht sagen, aber ich kiffe nicht vor der Schule und auch nicht während der Schule, in der Pause oder so, aber ich würde schon sagen, dass ich manchmal, wenn ich meine Hausaufgaben machen sollte oder so, ein bisschen sehr träge dadurch bin, aber im Allgemeinen ist es noch kein großes Problem und ich kriege das eigentlich noch total gut auf die Reihe. Wie ich die Drogenpolitik in Deutschland gestalten würde? Ich würde die komplett umkrempeln und zwar würde ich einfach alle Drogen, die es gibt, legal machen. Das hat einfach mehrere Gründe, also auch Crystal Meth und Heroin, wirklich alles, die härtesten Drogen, die es gibt. Das hat mehrere Gründe. Erstens mal denke ich, dass jemand, der Kokain zum Beispiel nehmen will, wenn es illegal ist, der wird sich von der Illegalität nicht aufhalten lassen. Der wird Kokain nehmen, ob es legal ist oder nicht. So, dann kann man sich aber aussuchen, entweder man schubst ihn jetzt in diese illegale Schiene und er muss... Er wird nicht aufgeklärt, was Kokain für Folgen haben kann, wie man es vielleicht am risikoarmsten nehmen kann und all sowas. So, und er wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich, wenn er davon süchtig werden sollte, sehr schnell sein Leben nicht mehr auf die Reihe kriegen. Ich denke aber, wenn man alle Drogen legal machen könnte, dann würden da eh nur noch die Leute hingehen, die es eh nehmen wollen. So, aber den Leuten könnte man dann aufklären. Man könnte über die Sucht sie aufklären, aber auch über den Rauschzustand und alles. Deswegen bin ich der Meinung, dass eine Legalisierung viel besser ist. Ich bin aber auch dafür, dass für keinerlei Drogen, sowohl für Cannabis als auch nicht für Alkohol, für niemand nix, dass da keine Werbung für gemacht werden darf. Komplett gar nicht. Und warum ich noch für eine Legalisierung bin, es ist einfach der Grund, dass ich auch denke, dass es Substanzen gibt, die durch eine Illegalisierung auf jeden Fall attraktiver für Jugendliche sind oder generell für Leute. Ja, deswegen bin ich dafür, die Drogenpolitik komplett zu ändern und alles zu legalisieren. Frage 8.
Ist der Konsum für mich ein Lebensabschnitt oder hört er irgendwann auf? Also, das habe ich jetzt mal kurz gefasst, die Frage 8. Ich würde sagen, dass ich Alkohol zum Beispiel niemals mein ganzes Leben konsumieren werde. Einfach aus dem Grund, dass ich Alkohol, wenn ich es konsumiere, nur auf Partys konsumiere, aber auch nur auf größeren Partys, wo man dann auch wirklich tanzen will und nicht irgendwie so eine Chillerrunden. Und deswegen bin ich der Meinung, dass ich mit 50, 60 bestimmt nicht mehr so eine Partys machen werde und mir Alkohol in keinerlei Hinsicht schmeckt. Sowohl als Bier als oder als Schnaps oder sonst was. Ich finde Alkohol einfach nur widerlich. Denke ich, dass sich der Konsum da komplett zurückschrauben wird und ich vielleicht einmal im Jahr ein Gläschen Sekt zu Silvester oder so trinken werde, mehr aber auch nicht. Beim Cannabis ist es so, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das mein ganzes Leben konsumieren werde, bis ich irgendwann den Löffel abgebe. Einfach aus dem Grund, weil ich trotz Cannabis total viel erledigen kann, eigentlich recht fit bin, ich mich gut unterhalten kann, viel auch nachdenke und alles und es allen in allem einfach schade ist, dass es illegal ist und ich bin der Meinung bin, dass es auf jeden Fall legalisiert werden sollte und dass ich es höchstwahrscheinlich mein ganzes Leben nehmen werde. Genau wissen, wer kann ich es nicht. Das werde ich erst wissen, wenn ich irgendwann alt und schwach bin und auf mein Leben zurückblicke, aber ich denke, dass ich es eigentlich mein ganzes Leben konsumieren werde. Wie viele ich in meinem Umkreis Drogen nehmen. Also, wenn man jetzt von allen Drogen absieht, also auch Alkohol, Tabak, alles, dann nehmen alle Drogen. Also, damit meine ich auch meine Familie, meine Freunde, alle. Wenn man jetzt aber nur auf Cannabis oder auf andere Drogen, auch härtere Drogen sich zurückbezieht, dann würde ich auf jeden Fall sagen, von den Freunden her fast alle. Also, ich habe eigentlich keinen Freund, würde ich sagen, der einen Joint ablehnen würde. Aber wenn ich das jetzt auf meine Bekannten und meinen kompletten Kreis ziehen würde, auch Leute, mit denen man sich mal kurz vielleicht für 5 Minuten unterhält, dann würde ich sagen, nicht alle, aber mindestens die Hälfte. Also ich muss wirklich sagen, ich kenne so viele wenige jugendlichen Gruppen, wo Cannabis ein Tabuthema ist oder so. Also ich würde wirklich sagen, dass aus meinem Jahrgang, und ich hatte in meinem Jahrgang 8 Klassen, das ist ja schon eine Menge, da mindestens jeder Dritte Cannabis konsumiert und jeder Zweite es schon mal probiert hat. Und deswegen bin ich auch der Meinung, Cannabis ist so sehr in dieser Gesellschaft verankert, es muss einfach legal sein. Ja, in diesem Sinne, legalisiert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, wie auch immer. Ja, dreht euch einen Ja, Joint, also der ne? Michael ist schon eine ziemlich, ist eine extreme Forderung, dass extrem auch, wie er ja explizit sagt, harte Drogen alle legalisiert werden sollten. Aber ich bin der gleichen Meinung. Habe ich ja auch ein Video zu online. Und ja, wie er sagt, es gibt viele Gründe dafür. Und was ich sehr positiv finde, ist, dass eben ein Mensch in diesem jungen Alter, letztendlich sehe ich da ein Stück weit Überzeugung von mir selber in diesem jungen Menschen, weil die gleiche Überzeugung hatte ich im gleichen Alter mit über Cannabis. Über die anderen Drogen nicht so, weil ich mich mit denen auch gar nie so beschäftigt hatte und die für mich auch nie so wichtig waren. Aber letztendlich ist er der Zeit angepasst und auf keinen Fall zu weit voraus. Im Gegenteil, die meisten Menschen sind ihrer Zeit viel zu weit hinterher. Sieht man, muss man ja nur mal nach Amerika gucken. Bin kein Amerika-Fan, darf jetzt keiner falsch verstehen, aber letztendlich, was Cannabis als Medizin betrifft, muss man nur darüber gucken. Coca-Cola kam auch hier rüber, finden auch nicht alle gut. Mit Cannabis wird es das Gleiche werden. In diesem Sinne, liege leise. Ich schupfe jetzt noch ein. Wünsche euch einen schönen Abend und in diesem Sinne, liege leise, bis zum nächsten Mal.